Auf den Punkt. Das Update von der Handelskammer bei der Basel. Von der Wirtschaft für die Region. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Auf den Punkt. Heute zum Thema Vermögenssteuerreform. Mein Name ist Ernst Field. Ich bin hier mit dem Luca Rocese, Leiter Steuer und Finanzen bei der Handelskammer bei der Basel. Luca, im Baselbiet wird am 27. November darüber abgestimmt, ob die Vermögenssteuer reformiert und dadurch auch gesenkt werden soll. Wieso braucht es jetzt eine Reform? Die Handelskammer tut sich ja mit verschiedenen Standortfaktoren auseinandersetzen. Da gehört Infrastruktur dazu, Verkehr, Erreichbarkeit, zum Beispiel der Flughafen ist ein Thema, ein gutes Bildungssystem. Und es gehört eben auch ein attraktives Steuersystem dazu. Und wenn man sich Vergleich anschaut, schweizweite Vergleich, wie die Steuerbelastung ist, so in den verschiedenen Kantonen, stellt man fest, dass der Kanton Basel-Land vor allem bei der Vermögenssteuer sehr schlecht dort abschneiden. Also ab so Vermögen, ab 1 Million, Einzelpersonen, 2 Millionen, Ehepaar, ist das Baselbiet einfach auf dem letzten Platz schweizweit. Und das ist schlecht und das muss korrigiert werden und das ist das Ziel von dieser Vermögenssteuerreform. Wieso ist das schlecht? Das ist schlecht, weil die vermögenden Personen in diesem Kanton tun doch einen sehr substanziellen Teil von der Steuern zahlen. Der Kanton Basel-Land nimmt zum Beispiel 200 Millionen Franken ein mit Vermögenssteuern. Davor kommt der allergrößte Teil von relativ wenig Personen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Personen im Kanton bleiben, weil wenn die Personen sich dazu sollten entscheiden, wegzuzügeln, müssen das die betroffenen Gemeinden entsprechend kompensieren. Das haben wir in diversen Gemeinden gesehen, dass die wegen dem haben die Einkommenssteuer müssen erhöhen. Und es ist halt leider so, dass es schon in unmittelbarer Nachbarschaft Kantone gibt, die deutlich tiefere Vermögenssteuer haben. Also zum Beispiel im Kanton Solothurn zahlt man weniger als die Hälfte Vermögenssteuer als im Kanton Basel-Land. Also man muss da nicht an sogenannte Steueroasen in der Innerschweiz denken, irgendwelche Tiefsteuerkantone, sondern Konkurrenz ist wirklich vor der Haustür. Gut, deshalb braucht es eine Reform und wieso braucht es genau die Reform? Was ist an dieser Vorlage, über die abstimmen wird, denn so gut? Die Reform tut zuerst einmal eine deutliche Vereinfachung vom Steuersystem bewirken. Wer Wertschriften hat, also Aktien oder Obligationen, der sieht, dass auf dem jährlichen Auszug, den man bekommt, die Wertschriften tiefer bewertet werden, als es in anderen Kantonen der Fall ist. Das sind die sogenannten Baselbieter Steuerwerte auf Wertschriften. Das ist etwas relativ kompliziert, eine komplizierte Formel, die da berechnet wird, die dazu führt, dass die Bewertung im Baselland tiefer ist. Das führt dazu, dass man weniger Vermögen hat, das man muss versteuern. Das ist aber sehr aufwendig für die Steuerverwaltung, weil die Steuerverwaltung muss für jede einzelne Wertschrift muss ich rechnen, gibt es jetzt einen besonderen Baselbieter Steuerwert. Ich will jetzt so nicht im Detail erklären, wie die Berechnung funktioniert. Entscheidend ist, unterm Strich sind im Baselbiet Wertschriften werden mit 12% ungefähr tiefer bewertet als im Rest der Schweiz. Das will man selber abschaffen, um das System zu vereinfachen. Das führt aber dazu, dass eben im Schnitt der Vermögenswert um 12% steigt. Und wenn man mehr Vermögen muss versteuern, muss man halt, führt das dazu, dass die Steuerbelastung steigt. Und das will man nicht. Weil ich ja vorher gesagt habe, die Steuerbelastung bei den Vermögen ist heute im Kanton Basel-Land schon sehr hoch. Und darum will man mit dieser Reform erreichen, dass niemand mehr Vermögenssteuern muss zahlen, als das heute der Fall ist. Und diese Gelegenheit will man eben gerade nutzen, damit Kanton Basel-Land steuerlich attraktiver wird. Kanton Basel-Land wird bei weitem kein Tiefsteuerkanton, das will ich da unterstreichen, sondern mit dieser Reform kann der Kanton Basel-Land ans nationale Mittelfeld anschliessen. Und ich glaube, das Baselbiet dürfte sich den Anspruch haben, auch bei den Steuern konkurrenzfähig zu sein. Wieso setzt sich denn jetzt die Handelskammer so stark für die Reform auch ein? Die Vermögenssteuerreform ist sehr im Interesse vom Wirtschaftsstandort. Und zwar darum, weil wir im Moment einen sehr starken Fachkräftemangel haben. Das ist allgemein bekannt. Das heisst, die Unternehmen suchen händeringend nach gut qualifizierten Arbeitskräften. Und gerade die besonders gut qualifizierten Arbeitskräfte, die wir jetzt hier in unserer Forschungsregion auch unbedingt brauchen, sind Personen, die tendenziell höhere Einkommen haben und damit auch entsprechend können Vermögen bilden. Und uns sind Beispiele bekannt von Leuten, die sich hier zwar für gewisse Positionen interessiert haben, aber schlussendlich dann nicht hier in der Region gekommen sind, weil sie festgestellt haben, die Steuerbelastung ist einfach zu hoch und mit dem
ist es einfach nicht attraktiv, dort ins Baselbiet zu kommen. Und darum finden wir als Wirtschaftsverband, wir müssen auch schauen, dass das Steuersystem für die natürlichen Personen attraktiv ist, wenn wir mit dem die wichtigen Fachkräfte, die die Wirtschaft braucht, können hier zu uns holen, und darum setzen wir uns für ein Jahr ein. Wenn man von Vermögenssteuer redet, betrifft das ja eben nicht alle Menschen direkt, nicht jeder zahlt Vermögenssteuer. Wer bzw. wie viele Leute profitieren denn überhaupt von der Reform? Das ist richtig, nicht alle Haushalte zahlen Vermögenssteuern. Im Kanton Basel-Land zahlen ungefähr 30% der Haushalte effektiv Vermögenssteuer zahlen. Das sind rund 52.000 Haushalte, die da betroffen sind. Und die werden künftig alle weniger Vermögenssteuern zahlen, als das heute der Fall ist. Einerseits werden die Steuersätze nach unten korrigiert, nach unten angepasst. Gleichzeitig aber, und das ist auch für die mit ein weniger Vermögen entscheidend, gleichzeitig werden die Freibeträge erhöht. Also einerseits, wenn man ein Vermögen hat, dann gibt es einen gewissen Betrag, den man gar nicht erst muss versteuern. Da wird höher künftig. Und zweitens, das, was man muss versteuern, auf das muss man künftig weniger Vermögenssteuer entsprechend zahlen. Wenn jetzt Leute über das abstimmen und nicht davon betroffen sind, wieso soll der Haushalt trotzdem für die Reform sein? Oder am Schluss, wenn man es zu Ende denkt, ist jeder Haushalt von diesem Kanton indirekt davon betroffen. Und zwar darum, weil die Vermögenden doch einen substanziellen Beitrag vom Kantonshaushalt finanzieren. Wir sind darauf angewiesen, dass die Leute auch in Zukunft den Kantonshaushalt mitfinanzieren, weil mit dem finanziert der Kanton sehr wichtige Sachen, finanziert das ganze Bildungssystem, finanziert Unterstützung für Menschen, die sozial schwächer sind, finanziert die ganze Infrastruktur, die wir haben. Also wenn der Kanton Basel-Land auch in Zukunft soll ein attraktiver Kanton sein, sind wir darauf angewiesen, dass wir die guten Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hier bei uns haben. Darum, und das ist etwas, wo alle davon profitieren. Und ich habe vorher gesagt, sollte es tatsächlich dazu kommen, dass die Personen oder einzelne davon sich dann mittelfristig umorientieren in andere Kantone, sollten sie also ganz Ausland wegziehen, kann das dazu führen, dass eine Gemeinde muss ihre Einkommenssteuern erhöhen. Wir haben das zum Beispiel in Bobmigen gesehen, wo das passiert ist. Also ist ein guter Steuerzahler weggefallen. Man hätte dann müssen den Steuersatz um 3% erhöhen, den Einkommenssteuersatz. Wir haben zum Beispiel gesehen, Binnigen, dass Binnigen mal vorübergehend vor 2 Jahren hat können die Einkommenssteuer senken, weil von so einer vermögenden Person substanzielle Steuerzahlungen gekommen sind. Also das wirkt sich relativ schnell auch auf alle anderen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aus, die jetzt von dieser Reform ganz direkt nicht betroffen sind. Du hast vorher angesprochen gehabt, dass eben es wichtig ist, dass der Kanton weiterhin auch Geld hat, eben wenn die Leute, dass es nicht wegfällt, wenn die Leute wegziehen. Insgesamt wird ja aber weniger Steuergeld eingenommen, also ist vorausgesehen, aufgrund von dieser Reform. Kann man das sich jetzt leisten? Das ist eine berechtigte Frage. Selbstverständlich, wenn man so eine Steuerreform macht und die Steuersätze senkt, kostet das zuerst einmal Geld. Der Kanton Basel-Land hat sich über die letzten Jahre den finanziellen Spielraum geschaffen. Hat auch damit zu tun, dass die Wirtschaft recht gut gelaufen ist in den letzten Jahren. Das heisst, Steuereinnahmen vom Kanton sind auch gestiegen. Und das heisst, man ist jetzt eigentlich in einer Situation, wo man sich muss überlegen, wie tut man das Geld jetzt investieren. Und wir sind überzeugt, dass diese Steuerreform ein gutes Investment ist in Zukunft von den stabilen Finanzen, weil sie dafür, weil die Reform dafür sorgt, dass der Finanzhaushalt vom Kanton auch in Zukunft gesund wird sein, dass er zukünftig gute Steuerzahlerinnen und Steuerzahler werden in diesem Kanton sein. Also wir sind überzeugt, dass sich der Kanton aufgrund von der finanziellen Situation, die sich über die letzten Jahre erarbeitet hat, kann leisten. Das sehen nicht nur wir so, sondern gerade kürzlich, vor wenigen Tagen, hat jetzt die Ratingagentur Standard & Poor's der Kanton Basel-Land upgraded, hat ein sogenanntes AAA gegeben, das ist das beste Rating, das ein Kanton kann haben. Und wenn man den Bericht liest dazu, dann hat das unter anderem auch damit zu tun, erstens, dass die finanzielle Situation vom Kanton gut ist, aber zweitens, weil die Agentur auch gesehen hat, dass Steuerreformen geplant sind. Die Entlastungen, die haben sich auch positiv aufs Rating ausgewirkt. Gut, dann danke dir vielmals fürs Beantworten von deinen Fragen. Ich hoffe, euch Zuhörerinnen und Zuhörer hat das Aufklärung braucht in der Zeit vor der Abstimmung. Mehr Informationen dazu findet ihr in den Links in den Shownotes. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Auf ein Punkt.
Auf den Punkt. Das Update von der Handelskammer bei der Basel, von der Wirtschaft für die Region.